Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier von OMSI hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute gleich drei neue Sachen, die wir euch hier heute vorstellen wollen. Erstens der Bus, zweitens die Karte und drittens natürlich ein kleines Gimmick passend zum Tag heute. Als erstes haben wir hier einen Iveco. Everdüs, keine Ahnung, wie man das Ganze ausspricht. Auf jeden Fall ist dieser Bus gestern erschienen, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Das finden wir wieder mal eine klasse Sache. Zumal, wie gesagt, die ganzen Bilder schon sehr, sehr geil aussehen. Und wenn ich mir den Bus jetzt so angucke, holla die Waldfee. Also das ist doch schon wieder ein absolut schönes Modell. Iveco ist sowieso ja so eine kleine Randgruppe hier in OMSI, die kaum vertreten ist. Jetzt langsam aber sicher kommt so der ein oder andere Bus von daher. Aber der von Everdüs, ihr wisst, was ich meine, der ist auf jeden Fall mega, mega hübsch. Ich finde, die Rückleuchten sind der Hammer. Und tada, wir können sogar hinten aufmachen, können uns das natürlich hier alles anschauen. Und noch so eine kleine Gimmicks sind hier überall versteckt in dem wundervollen Bus. Das Ganze kommt von Cascroll und ihr könnt ihn runterladen auf Facebook. Ja, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link hier unten natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Ganze dementsprechend natürlich selbst anschauen. Der Bus aber macht auf jeden Fall einen super soliden Eindruck. Wenn ich mir das Ganze so angucke, ja, erreicht der Bus hier schon wieder, ja, absolutes Payware-Niveau. Meiner Meinung nach, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung hier in die Kommentare posten, wenn ihr euch das Ganze hier mal so anschaut. Ich habe jetzt extra mal das Ganze ein bisschen heller gemacht hier heute, ja, dass ihr euch den Bus auch mal direkt mal anschauen könnt, selbstverständlich. Und ja, das, was man hier so sieht, auf jeden Fall, finde ich persönlich, das hat schon wieder absolute, richtig, richtig gute Qualität. Ja, Cascroll hat natürlich auch ein fettes Handbuch dazu gepackt, wie ihr das Ganze natürlich benutzen könnt und so weiter und so fort. Das ist ein ganz schöner Akt tatsächlich. Den gibt es als Automatikbus und als Schaltbus, ja, also könnt ihr euch natürlich wieder hier selbst entscheiden, wie ihr das Ganze fahren möchtet. Auch wie ihr die Repaints hier anpasst und so weiter und so fort, steht alles im Handbuch drin. Wie gesagt, es wurde jeder kleinste Knopf wurde hier in dem Handbuch mit aufgenommen. Also so eine Handbücher finde ich persönlich ziemlich toll. Ja, man kann sich da halt so mal ein bisschen belesen, wie das Ganze halt dementsprechend auch funktioniert. Die Karte, das ist die Karte Karlsburg in der Version 2.0. Die ist jetzt auch vor einigen Tagen erschienen. Die werden wir uns heute mal anschauen, weil ich die erste Version mir nicht angeguckt habe. Die Installation allerdings, muss ich sagen, die war ein bisschen sehr kritisch. Ja, also teils schon so weit, dass ich schon beinahe gesagt hätte, egal mit der Karte, weil es gibt hier Dateien, die findest du nicht im Internet. Ich weiß nicht warum, mir fehlte ein Kreuzungsobjekt. Meiner Meinung nach kam das aus dem Hamburger Projekt oder sowas. Und zwar von, ich weiß nicht, Penemasters oder irgendwie sowas. Fehlte mir ein Kreuzungsobjekt und ich habe es nicht gefunden. Ich bin nicht... Ja, aber Gott sei Dank haben wir einen tollen Discord, eine tolle Community, die konnten mir dann die Datei zuschieben, wo auch immer die das Ganze haben. Ja, und jetzt, hier da funktioniert es. Aber auch allgemein, viele, viele extra Downloads sind hier vonnöten, um das Ganze hier zu fahren. Und also ich würde schon sagen, also die Installationsschwierigkeit, die ist schon relativ hoch hier mit der Karte. Und es gab natürlich noch einen kleinen Gimmick, den wir uns hier anschauen wollen, nämlich von Harlycon. Wenn man halt Mitglied bei Harlycon ist, konnte man sich einen kostenlosen Download runterladen, wie gesagt, passend zum Tag heute. Haben wir jetzt eventuell, wenn wir ein bisschen Glück haben, auch Gespenster mit dabei. Na, wollen wir uns mal das Ganze mal anschauen. Als erstes setzen wir uns mal wieder rein und wir hören natürlich schon ein schönes Piepen. Ja, das ist der erste Startvorgang, den wir hier haben. Ja, also ich ruste das Ganze mal jetzt kurz auf hier. Das Piepen verschwindet gleich, das ist gleich weg. Das weiß ich nicht, das muss irgendwie was damit zu tun haben. Dass wir nicht angeschnallt sind oder sowas, denn ja, ihr seht es schon auf dem Dashboard, ja, wir sind nicht angeschnallt, nicht angeschnallt. Dann habt ihr hier unten, ne, habt ihr hier die Klemme und dann könnt ihr euch hier anschnallen. Jetzt sind wir angeschnallt, die Lampe ist aus und irgendwann verschwindet das Ganze halt dann auch, dann funktioniert das. Wie gesagt, als Schaltwagen und als ja, Automatik ist das Ganze hier verfügbar. Wir haben heute den Automatikbus, denn das Schalten stellt sich mehr als schwierig raus. Also ich habe es nicht hinbekommen. Naja, vielleicht seid ihr da ein bisschen bewandter. Hier unten ist sonst nämlich der Schaltknopf und jetzt haben wir hier nämlich, hier sehen wir an der Seite hier nämlich ja, alles, was wir brauchen.
Soweit, so gut. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich noch gar keine Linie ausgewählt. Fällt mir gerade ein. Ja. 16:20 geht das Ganze los. Wir haben hier bei dem IBIS-Gerät Hannover EG3. Können wir jetzt hier oben bei L162.00. Und die Route ist hier 01. Passt das Ganze hier, sehen wir es, Lauersdorf-Kirche. Wir können die Ansage manuell schalten, können aber auch sagen, er soll das Ganze halt automatisch hier halt machen. Ja, dass er das Ganze dann halt dementsprechend automatisch schaltet. Hier unten haben wir den, ne? Das ist übrigens falsch, fällt mir gerade auf. Denn wir starten nicht. Ja, den wollen wir wirklich beenden. Und wir müssen einen neuen nehmen. 162. Ja, das ist es nämlich. So, sieht es besser aus. Und jetzt fahren wir halt in die richtige Richtung. So, sonst ist mir aufgefallen, dass auf meinem Lenkrad die ganzen Tasten, die ich halt belegt habe, hier so nicht funktionieren. Deswegen müssen wir das Ganze hier rüber steuern. Ja, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, Licht an. Ja, jetzt sehen wir es Licht an. Wir können das Ganze dementsprechend natürlich hier auch für vorne machen. Ne? Und Laserlampen hier anschalten und ausschalten. ASR aktivieren. Das ganze Ding hat auch Getader und alles was. Also wer sich damit halt auskennt, der kann das Ganze halt nutzen. Und sonst sehen wir hier halt übelst viele Knöpfe. Und die sind zum Teil, kann man sie alle drücken. Ja, also... Ja, das funktioniert halt alles. Ich will mal jetzt hier nicht so viel rumdrücken, weil nachher funktioniert das. Ey, guck mal, das ist doch so cool hier, ja, dass an solchen Sachen gedacht wird. Ja, und sonst die Türen öffnen sich dann natürlich da. Oh, da seht ihr ein Gespenst. Gruselig. Ich hasse diesen Tag so. genau. Türen auf und Türen zu. Dauert natürlich ein bisschen. Ja. Automatisch gehen hier auch Warnblinklichter an. Um das Ganze halt dementsprechend halt zu signalisieren. So, wir werden mal die Hilfspfeile hier anschalten. Da vorne ist unsere Haltestelle. Von daher würde ich mal sagen, jetzt quatschen wir mal nicht mehr so lange. So. Wäre natürlich sinnvoll, wenn wir da noch. So. Jetzt steht gar nicht dran. Interessant. Ja, man weiß ja nicht, ob die Karte so 100% fertig ist. Auf jeden Fall ist man hier scheinbar ein relativ großer Schweden-Fan. Das müssen wir mal sagen, oder nicht Schweden, aber Ikea-Fan, denn wir haben hier Anfangshaltestellen und Endstellen viel mit Schweden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist schon Leuchten hier vom Blinker. So, weil hier haben wir nämlich Wildackerplatz, 116 nach Sülldorfer Wendeschleife, Ikea Karlsburg, jetzt sind wir gerade Ikea Schnelsen. Ja, also, ne, also hier gibt es viele Ikeas auf jeden Fall. So, dann werde ich mal die Zeit mal hochschrauben, denn offiziell sind wir noch. Aber so wie es hier aussieht, will hier wirklich keiner von schaden. So, weil wir ja noch ein Bild brauchen, können wir gleich das hier nehmen, das passt ganz gut. Mal gucken, ob wir da noch ein besseres Bild finden. Erstmal nehmen wir das hier jetzt mal mit hier. So, und wenn wir mal losfahren, warte, ich schalte mir das hier oben mal hier an. Ach, das gibt auch nicht. Oh, okay. Nein, denn nicht. So, aber jetzt brauchen wir natürlich unsere Hilfspfeile.
Ja, es werden viele Addons benötigt für die Karte. Solltet ihr euch vorher denn nochmal ein bisschen belesen, welche Addons ihr dafür braucht. Wie so ein Wenden, ach Gott. Ja, ich jetzt nun. Keine Ahnung, das zeigt mir jetzt nicht wirklich an, was ich jetzt so machen darf. Es blinkt halt. Ich glaube, die Ampel hier funktioniert nicht so recht. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch verstehen, weil letztes Mal wurde ich doch ein bisschen, weil der Ton halt zu leise ist. Ah, hier funktionieren leider auch Verkehrsregeln nicht. Oh, jetzt habe ich zu schnell umgeguckt. Nachteil von Track AR. Das mag hier um sie nicht so. Boah, beschleunigt aber, holla die Waldfee. Aber wieder 161. Das ist irgendwie mysteriös. 162 wird hier gar nicht gelistet. Also auf jeden Fall ist hier zumindest schon mal Hamburg wird auf jeden Fall vorausgesetzt. Ich glaube, Rheinhausen war auch noch, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr euch die Karte runterladen wollt. Und ja, schaut euch dann auch wirklich die ganzen zusätzlichen Downloads an, ja, die benötigt werden. Also es waren tatsächlich bei mir nicht viele, die gefehlt haben, weil es scheinen wirklich alles so gängige Sachen zu sein, die benötigt werden. Aber bei ein, zwei Sachen waren es dann trotzdem noch gewesen, die ich dann tatsächlich brauchte. Wer hilft zu hupen? Hallo, benehm dir. Scheint sich auch mit den Ansagen nicht so wirklich zu funktionieren. Also irgendwas haut hier leider nicht hin mit. Die Hofdatei, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, Vorfahrtsregeln wieder schön. Das ist Altenheim. Ja, steigt hier einfach keiner ein. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so?
Was ich halt schon interessant finde, ist, egal welche Route du hier eintippst, es kommt immer die gleiche raus. Fahrgäste wollen aber auch nicht einsteigen. Probieren wir es mal anders. Ich nehme mal ganz kurz mal ein anderes Menü hier, 162, und stelle jetzt hier mal ein. Das ist natürlich jetzt nicht richtig. So. Nö, aber egal, was ist. Es steigt hier keiner ein. Schade. Ja, die ganze Fahrt dauert so um die 20 Minuten. Also recht überschaubar. Schön ist, wenn man hier richtig durchdrehtet. Also es will wirklich keiner mit einsteigen hier. Schade. Ich hätte gedacht, dass man die vielleicht zuziehen kann oder sowas. Das wäre auch mal nett. Ja, Soundtechnik muss ich jetzt sagen, haut aber jetzt hier nicht vom Hocker. Aha, ja, angeblich, ja. Angeblich habe ich den Unfall verschuldet. Bin schon wieder irgendwer ins Auto drin gefahren. Ins Auto übrigens, ne? In den Bus. Von ich wieder nichts mitbekommen habe. Hier zum Beispiel fehlen mir so ein bisschen die Gehwege, die nicht vorhanden sind. Wir haben hier zwar so eine Parkkolonien, Haltestellen, aber irgendwie laufen die hier denn durch Matsch denn durch. Ja, hier haben wir eine Ersatzhaltestelle. Ja, aber ihr seht, ne, es will partout keiner einsteigen. Das ist wirklich schade, dass das mal wieder nicht funktioniert hier. Oh, das Knacken, das gefällt mir. So an sich finde ich den Bus echt hübsch modelliert, das kann man mal sagen. Ja, das sieht echt, echt edel aus. Auch schön, wie gesagt, Iveco vorne drauf, also das finde ich schon sehr hübsch. Also vom Bus her muss ich wirklich sagen, keiner überzeugen. Geht der Monitor hier zufällig an? Nee, leider nicht. Schade.
finde so ein bisschen das Schild so scharfe Rechtskurve. Ja, sonst die Karte bietet, ich glaube, es sind 7 oder 8 Linien, wenn nicht sogar mehr. Und normalerweise. Wir haben wohl auch eigene Töne bekommen. Also ich meine, ist jetzt natürlich kein Highlight, aber sowas als nettes kleines Gimmick da mit reinzuhauen und das für umsonst, ist, geht das schon echt in Ordnung, finde ich das echt putzig. Oh, ich dachte, du willst mit hier. Aber nein, es will keiner mit. Es will keiner mit. Leider läuft er da an der Hecke. Hätte ja gern so ein Bild, zumindest mit so einem Gespenst auf jeden Fall, wie er da vor dem Bus steht. Ich will wohl knicken heute. Borgweg. Wie gesagt, zumal auch die Ansage funktioniert nicht. Also irgendwas scheint hier mit der Hofdatei nicht ganz zu stimmen hier. Oh, und hier fehlt mir einfach mal eine Straße. Das ist natürlich auch klasse. Kenne ich alles, kenne ich. Irgendein Objekt gesetzt, versehentlich falsches Objekt gegriffen und dann. Das ist ja nur die Kreuzung, die hier scheinbar fehlt. Normalerweise sollte alles da sein. Also laut OMSI-Tool, ja, wo man ja die Karten prüfen lassen kann, sind alle Sachen installiert. Also es war nichts fehlerhaft gewesen. Auch interessant war gewesen, dass die Sandtextur falsch lag. Da musste man auch nochmal ein bisschen nachpatchen. Und den Fix, den es halt für die Karte gibt, der hat also diese Fehler dann dementsprechend aber auch nicht behoben. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Karte selber testen wollt, müsst ihr da noch ein bisschen dran arbeiten. Deswegen sage ich, also die Installationsschwierigkeit hier bei der Karte, die ist schon relativ hoch. Also sollte man auf jeden Fall nicht als Anfängerkarte benutzen oder sonstiges. Ist natürlich auch das zweite Video heute. Ja, also es kommt halt ja nicht nur OMSI, es kam ja auch noch Train Simulator von Dovetail Games. Ja, da haben wir ja auch so ein kleines Halloween da zusammengepackt. So. Ja, gruselig soll das ja ganz ehrlich sein. So, möchten euch ja nicht verschrecken oder so. So, und so wie es aussieht, hier passiert hier sowieso nichts. Also versuchen wir uns jetzt mal hier so ein bisschen wo muss ich denn lang? Ich fahre jetzt hier einfach mal geradeaus weiter. Es fehlt halt einfach nur das Kreuzungsobjekt. Nicht, dass es sogar die Kreuzung war oder sowas. Aber wir sind falsch. Das ist ja Linie 6 jetzt. Naja, wo ging denn jetzt die Linie 162 wieder weiter? Och, das ist doch alles doof. Ja, wir hätten nach links abbiegen müssen. Und guckst du nach links, weißt du, siehst du nichts. Naja. Versuchen wir zu wenden. Passt doch zum Tag heute. Horrorfolge. Oh, das ist hier keine Seitenstraße, damit du mal schnell mal hier irgendwie wenden kannst. Eine Dreipunktwendung hier auf so einer schmalen Straße. Kannst du auch vergessen. Ja, kannst du knicken. Hier kommt nicht eine einzelne Seitenstraße. Hast du hier irgendwie mal kurz
Wenn ganz, ah, das ist eine Rückfahrkamera. Das ist ja cool. Oh, fahr mir doch in die Karre. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Hier, ey, die fahren mir jetzt hier alle rein. Oh, Gottes Willen hier. Das hat funktioniert mit der 3-Punkt-Wendung. Das ist auch noch ein Baum. Ach so, da kommt. Ja, weißt du, durch den Baum können wir durchglitschen oder was hier? Yes. Ja, also, weiß ich nicht. Ich glaube, da kann man auch Forsthausen spielen. Hat zwar nicht so viele Linien. Aber dass hier so eine große Straße nicht mal eine Seitenstraße hat, also gibt es eigentlich in der Regel so nicht. Das ist ein Dorf, aber dann hast du ja die Dorfstraße, aber so. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen durchzubrettern. Ja, ja. Fährt mir rennt und nicht in die Strafe. Hä? Oh, ich hab doch keine Ahnung, Leute. Jetzt bin ich komplett down. Ja. 162 geht nach hier. Ja, okay. Haben wir. Warum sind denn hier so eine Hügel? Weil man wahrscheinlich normalerweise nicht durchfahren dürfte. Hm. Wer weiß das schon? Ach, steht hier mal ein Fritt im Weg. Hätte ja eigentlich ursprünglich auch mal gedacht gehabt, dass man alle Menschen entfernt und dann ab und nur so nur Gespenster, aber das wollte wohl auch nicht so ganz. Nee, das ist alles blöde Winkel hier. Das sieht doch gut aus. Ist zwar nicht perfekt, aber. Aber es ist ziemlich geil mit der Rückfahrkamera, wie sie die denn halt dann noch mit eingebaut haben. Das ist natürlich jetzt auch nicht der perfekte Linienbus, muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist jetzt halt so ein Überlandbus, glaube ich, da eignet er sich ganz gut. Schwierigkeiten jetzt wieder hier. Oh. So, wir müssen mal gucken. Oh, wo geht denn? Oh, ist jetzt schon wieder die 120 schon wieder irgendwo abgegangen. Oh, nee, oder? Geht jetzt hinten lang? Ja. Kommen wir da noch irgendwie hin? Natürlich nicht. So, hier fahren wir zu irgendeinem Stadion. Doch, wir würden hier hinkommen. Gleis 4, Einfahrt ICE 883 nach München Hauptbahnhof.
Das ist halt cool, ja, und das mit der Ansage. 162. 162. Also wir fahren hier eigentlich hier lang. Ach so, ja gut, wir können hier lang fahren. Kürzen wir halt den Hauptbahnhof ab. Ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu der Karte jetzt hier reinschreiben. Natürlich fahren wir jetzt natürlich hier auch ein bisschen fail. Ja, fahren hier durch die ganzen... fahren jetzt nicht wirklich nach Hilfsfall, sondern man könnte schon ein bisschen sagen, wir fahren so ein bisschen querbeet. Vielleicht besser, dass wir gar keine Fahrgäste drin haben. Aber ich muss sagen... Oh. Ja, das ist, achso, das kommt zum Beispiel auch noch dazu. Ihr braucht Minimum den 8 GB Patch, weil ihr seht jetzt, ich habe nichts mehr. Ich habe kaum noch. Ja, wo noch? Die sind da, aber ich muss extrem ranzoomen, damit ich das Ganze sehe. Wenn ich zu weit weg bin, sehen wir hier nichts mehr. Ja, 8 GB Patch übrigens. 4 GB Patch wird vorausgesetzt, in dem Bus jetzt installiert. Die Performance, die ist hier ein bisschen wie halt überall, ne? Was ist denn ernst? Jetzt kommt er? Jetzt wollte er einsteigen? Ist jetzt nicht der. Ja, was ist denn jetzt los? Aha. Moin. Hallo. Moin, moin. Hallo. Ja. Es wird immer gruseliger. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt hier einsteigen. Straßen sind sehr eng. Also ein Gelenkbus hier schon. Kannst du eine Challenge draus machen? Der Geräusche zum Aussteigen. Na, Manfred, komm rein hier. Guten Tag. Moin. Hallo. Ja, aber auch die Gespenster funktionieren halt da. Das ist halt eine Humans-Datei da, die ihr dann erstmal da reinkopieren müsst. Und dann müsst ihr euch natürlich die Strecke dementsprechend noch ein bisschen modifizieren. Und dann habt ihr aber auch die Menschen dann drin. Also die Gespenster, nicht die Menschen. Gespenst mitfahren. Schade.
Hallo. Moin. Sprachpaket von Hamburg auf jeden Fall. Am Ikea. Schon wieder ein Ikea. Mein Gott, diese Stadt lebt von Ikea. So, Kreisverkehr. Ne, hier darf man nicht rein. Der ideale Bus eigentlich für Bad Hügelsdorf. 2020 hier, dieses Ding hier. Tag. Tag. Hallo. Hallo. Ja, weiß ich nicht, warum jetzt auf einmal hier die Fahrgäste einsteigen und davor nicht. Das weiß, wer will. Ich habe uns falsch positioniert, aber eigentlich nicht. Eigentlich saßen wir richtig. Die Dame läuft hier durch den Busch durch. Ja, wir sind auf jeden Fall auch fast da. Ja, aber so meine Einschätzung jetzt zu der Karte. Sie ist ganz nett, aber kommt jetzt zum Beispiel von der Qualität jetzt meiner Meinung nach nicht an Ruhrau ran. Für mich ist Ruhrau, ja, also die Meisterklasse schlechthin, wenn es so um Frühwerkkarten geht. Da bin ich eigentlich sehr überzeugt von. Ruhrau ist mit einer von meinen persönlichen schönsten Karten. Die Performance ist super. An sich die Karte ist super gebaut, detailreich gebaut, aber auch so, dass sie halt auch eine gute Performance hat. Also eine gute Balance auf jeden Fall gefunden. Ja, und hier hat man so teilweise manchmal Ruckler drin, wo du dir so denkst, so, okay, du hast hier ein Häuserspline eigentlich so gefühlt drin. Ja. Warum ruckelt es da jetzt in dem Moment? Also warum, da ist jetzt nichts außer ein paar Laternen da, die er laden muss oder sowas. Ja? Also ist jetzt, ja, weiß ich nicht. Jetzt hier ploppen jetzt einfach den, die Windräder jetzt rein. Gut, dafür kann der Bauer ja nun mal nichts. Ne? Ist ja immer so Einstellungssache und hast du das nicht gesehen. Aber ja, es ist jetzt... Er hat auf jeden Fall versucht, hier Abwechslung reinzubringen. Das muss man ihm lassen. Ja, also ist jetzt nicht so, dass die Karte jetzt schlecht ist. Also schlecht würde ich sie jetzt auf jeden Fall nicht einstufen. Wenn es jetzt so notentechnisch wäre, würde ich das Ding jetzt so vielleicht eine 2 Minus geben oder sowas, eine 3 Plus. Ja, also, meine Forsthausen hat eine 5, ja, also... Nicht, dass jetzt heißt, ja, ja, der kann ja viel sagen. Er hat nie eine Karte gebaut. Doch, hab ich. Forsthausen. Das ist mein Werk und ja. Ist jetzt natürlich nichts Weltbewegendes. Aber es ist halt ein Community-Projekt und da bin ich halt sehr, sehr stolz drauf. Vielleicht haben wir jetzt auch nur eine Linie genommen, die jetzt halt nicht spektakulär ist. Weiß man nicht, aber hier ist halt ein Überlandabschnitt drin. Also ich dachte, ich passt das ganz gut, wenn wir hier den Iveco denn halt nehmen und das Ganze. Deutschlandfahne. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt eine schwedische Fahne hängt, jetzt so viel Ikea wie hier rumsteht. Also da reden wir nochmal drüber. Kann ja so nicht angehen. Ja, dann natürlich halt ein bisschen. Hallo. Ja, ich würde das sagen, doch schon. Moin, moin. Kann man eigentlich schon sagen, dass die Karte ein bisschen verbuggt ist. Also da hätte man vielleicht nochmal den einen oder anderen Tester vielleicht noch rüberjagen sollen. Dem das da ein bisschen auffällt. Aber vielleicht, wie gesagt, liegt es auch wieder nur an der Hofdatei. Ja. Weiß man jetzt alles nicht.
Aber wenn ihr natürlich eine andere Meinung habt zu der Karte, ja, dann lasst es mich wissen. Wie gesagt, die Geister, die finde ich eigentlich ziemlich putzig. Also da muss ich Harlequin mal sagen. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Harlequin bin. Ja, ich hasse es, wenn du dich überall registrieren musst, wenn du was kaufen willst. Da ich aber da schon was gekauft habe, ja, Entschuldigung, war ich halt sowieso schon registriert auf der Seite. Und dementsprechend, ja, habe ich dann die Gespenstzeit praktisch dann dazu bekommen. Also das ist ein witziges Gimmick, das kann man sich mal runterladen, wenn man, wie gesagt, Harlequin-Kunde ist. Extra jetzt dafür bei Harlequin jetzt anmelden, das würde ich jetzt nicht machen. Ich denke mal, die Datei, die wird irgendwann mal auch im Internet so auftauchen. Und dann braucht ihr euch dafür jetzt nicht extra bewerben. Wenn ihr sowieso vorhabt, jetzt demnächst jetzt mal irgendwas bei Harlequin zu kaufen, dann könnt ihr da vielleicht auch jetzt schon euer Account da anlegen, dann könnt ihr euch das da runterladen. Ja, und von dem Bus her muss ich sagen, also Bus ist spitze. Hier, wie gesagt, allerdings muss ich, ja, man merkt schon, der Bus zieht Performance, ja, also der will es wissen, es sind gute, es sind richtig Detail, also die ganze Auflösung so vom Bus her, muss ich sagen, also die spricht schon für sich. Ja, oh, warte mal. Gehen wir jetzt hier vielleicht ein... Ah, jetzt ist der Bus schwarz. Naja. Damit kann ich auch nichts machen. Oh. Naja, dann muss das eine Bild reichen, was wir haben. Weil ich jetzt stehe, also der Bus, ja, also wie gesagt, also so man merkt, es zieht an Performance. Ja. Also wie gesagt, dass die Texturen jetzt hier so schwarz sind, gefällt mir persönlich jetzt leider nicht so. Ist aber nicht der einzige Bus, der tatsächlich so ist. Ich hatte jetzt einige Busse, da fehlt es dann irgendwie immer so an einem kleinen Patch. Die kamen dann meistens auch relativ schnell. Also von daher vielleicht noch ein bisschen abwarten, vielleicht kommt ja dann da der erlösende Patch. Aber ne, ihr seht es halt, ne? Wenn ich nah rangehe, ja, dann nimmt es Farbe an. Ja, guck ich, bin ich außer Sichtfeld, wird es halt einfach schwarz. Tontechnisch vom Bus überzeugt mich jetzt auch nicht. Ich mag es, wenn es scheppert, wenn es brummt und wenn er laut ist. So, ja. Aber wenn er sich natürlich wirklich so in Wahrheit anhört, ne, moderne Busse werden halt immer leiser. Das ist Sinn der Sache, dass sie modern werden. Wenn sie lauter werden würden, würde ich mir den Kopf machen als Entwickler. Nicht als Entwickler, als Hersteller von Autos und Bussen oder sowas. Wenn ich mir noch ein neues Auto kaufe, dann möchte ich doch nicht den Traktor hören. Ja? Das muss doch leiser werden. Ja? Und dementsprechend ist es natürlich hier bei, ja, denke ich mal, bei Bus genau das Gleiche. Ne? Die werden halt immer leiser. Vielleicht noch mit Elektro, die hörst du gar nicht mehr. Großartig. Ich bin großer Elektro-Fan. Schön auf einmal so eine Karre neben dir, du hast nichts gehört, ja, oder so ein Roller überholt dich. Du hörst den nicht, ja, du hörst nichts. Das ist gruselig. Ja, aber sonst fährt er sich sehr angenehm, sieht wirklich toll aus, ja, also... Da kann man auf jeden Fall sagen, also das ist auf jeden Fall ein Download wert, der Bus. Schaut es, wie gesagt, euch selber an. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Download-Link hier in die Videobeschreibung. Also zumindest nicht den Download-Link, aber die Facebook-Seite, wo ihr euch das Ganze dann dementsprechend dann halt ja anschauen könnt. Denn, ne? Will ja hier keinen um seinen Ruhm bringen hier. Das ist nicht meine Absicht. So, das ist die Endhaltestelle. Alles aussteigen, bitte. Ja, Leute, das war's aber dann schon von der Folge.
wie gesagt, heute waren es mal ein bisschen mehr, was wir uns auf jeden Fall angeschaut hatten. Ihr könnt ja natürlich gerne eure Meinung jetzt hier in die Kommentare posten. Mich würde das halt sehr interessieren. Also von daher, schreibt's rein. Habt ihr vielleicht schon selber sogar angetestet oder ist euch der Fehler aufgefallen, der hier vorlag? Warum sind die Fahrgäste erst so spät eingestiegen? Wieso nicht gleich am Anfang? Stimmt hier irgendwas mit der FIS-Datei nicht? Oder, Entschuldigung, mit der Hof-Datei. Ich wünsche mir bei Lotus. Ertappt. Ja, Bus, wie gesagt, was ist euch da so aufgefallen oder was ist euch da eher weniger aufgefallen? Und ja, die ganze Sache mit den Gespenstern, wie gesagt. Also viel zu schreiben, schreibt unten rein, würde mich sehr interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, ne? Hype damit das Video so ein bisschen auf YouTube. Ihr wisst ja, Algorithmus und den Quatsch. Ja, also ich bin ja einer der Letzten, der davon irgendwas hören will. Aber vielleicht kann es ja nicht schaden. Also drückt doch den Button. Und, oder wie würde der ein oder andere sagen, push the button, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part wieder. Gruselt euch heute nicht so dolle. Und, ja. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ciao, tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.